Hallo und herzlich willkommen zur Dezemberausgabe von EF Backstage. Was ist gerade neu? Was ist gerade los hier bei EF, der Sinnsender? Mein Name ist Jörg Dechert und ich stehe hier in unserem Gebetsraum im neuen Medienhaus in Wetzlar. Das ist ein Raum, der ist immer frei, der ist immer offen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Team. Den brauche ich als Vorstandsvorsitzender auch ab und zu mal. Der ist frei, der finden keine Meetings statt, keine Sitzungen statt, sondern hier kann jeder und jede jederzeit reingehen, wenn er oder sie einfach mal allein mit Gott sein möchte. Wir leben, also wir machen ja nicht nur christliche Medien, sondern wir leben als Christen auch in einer vitalen Verbindung zu unserem Herrn Jesus Christus, zur übernatürlichen Wirklichkeit Gottes. Und ich brauche das immer wieder, da auch mal Zeit für mich alleine zu haben, im privaten Leben, aber eben auch hier im dienstlichen Kontext, im beruflichen Kontext. Wir haben hier so ein Leuchtkreuz, das leuchtet auch nach außen durch die Scheibe hinter mir bis runter zur Hauptstraße. Also das ist für uns auch ein Signal nach außen. Ja, hier arbeiten Christen und ja, wir leben von der Kraft des Evangeliums, von dem, was aus dem Kreuz von Jesus her uns zufließt, an Kraft, an Vision, an Geduld, an Leidensfähigkeit, an Beharrlichkeit, an Zuversicht und Hoffnung und an Mut, all diesen Dingen, die wir so brauchen. Stichwort Mut. Ich möchte Sie gerne einladen, teilzuwerden von unserer neuen Mutmacher-Community. Ich glaube, wir leben in Zeiten, wo sich die Krisen übereinander stapeln und ganz viele Menschen danach fragen, was hilft mir eigentlich durch die Krisen unserer Zeit hindurchzugehen, hindurch zu bestehen? Und da sitzen Christen und alle anderen in einem Boot miteinander. Wir brauchen das alle. Ich brauche das auch und Sie ganz bestimmt auch. Und wir haben gesagt, es gibt so viele Wutbürger in Deutschland. Lassen Sie uns Mutbürger werden. Lassen Sie uns gemeinsam eine Mutmacher-Community werden, die sich gegenseitig ermutigt. Das Wort Ermutigung ist im Neuen Testament immer ein Einanderwort. Ermutigt einander. Für mich alleine ist es oft schwer, Ermutigung zu finden. Ich brauche das von Jesus und ich brauche das auch von anderen. Darum geht es bei der Mutmacher-Community. Wie funktioniert das Ganze? Sie können sich online anmelden unter erf.de/Mutmacher. Alles, was wir von Ihnen brauchen, ist Vorname, Nachname, Mailadresse. Und dann bekommen Sie jeden Dienstag von mir und von meinen Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Team EF eine Mutmacher-Mail. Da ist einmal ein Impuls für Sie drin, zur Ermutigung, für die Woche, die da vor Ihnen liegt. Und zum Zweiten ist eine Idee drin, ein Tipp, wie Sie für andere Mutmacherinnen oder Mutmacher werden können in Ihrem Umfeld, für Ihre Freunde, die Leute in Ihrer Kirchengemeinde, Ihre Arbeitskolleginnen, Ihre Nachbarn, wen auch immer. Also das bekommen Sie jeden Dienstag frei Haus kostenlos von uns, wenn Sie Teil sind der Mutmacher-Community. Und wir haben auch noch so ein paar andere Projekte dann miteinander vor. Steigen Sie jetzt ein, melden Sie sich jetzt an, ist kostenlos. Sie können auch jederzeit sich wieder abmelden. Ich glaube aber, wir alle brauchen in diesen Tagen dringend Ermutigung und wir brauchen es, dass wir lernen, füreinander ermutiger zu sein. Und gemeinsam mit dieser ganzen Mutmacher-Community wollen wir einen digitalen Live-Gottesdienst feiern am 8. Dezember abends um 8. Wird auf YouTube live gestreamt und Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Das Ganze wird auch interaktiv sein, also Sie können da auch Ihre Anliegen, Ihre Sichtweise mit reintragen. Samuel Harfst wird mit dabei sein für die Musik. Wir haben eine Spoken-Word-Art-Künstlerin mit dabei, Sarah Maries. Ich werde die Predigt halten, viele Kolleginnen und Kollegen vom Team EF werden mit dabei sein. Und ich bete schon jetzt dafür, dass es ein Abend wird, der Sie ermutigt, der uns ermutigt und der so dieser Mutmacher-Community nochmal Ausdruck verleiht. Wo Sie den Link finden und wie das Ganze funktioniert, finden Sie auch auf dieser Internetseite, die ich schon mal genannt habe, wo Sie sich zur Mutmacher-Community anmelden können, erf.de/Mutmacher. Da haben wir alles für Sie gebündelt und da ist auch eine Möglichkeit drauf, ganz unten. Spenden Sie Mut. Mit Ihrer finanziellen Unterstützung können wir hier im ERF Mutmachangebote über Medien verbreiten an die vielen Millionen Menschen in Deutschland, die das so dringend brauchen. Also danke für alle Unterstützung auch an dieser Stelle. So viel war es mal für diesen Monat. Ich wünsche jetzt Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir bleiben in Verbindung.